Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zum spannendsten Spiel aller Zeiten mit mir, dem Chrissy Schnizzy, und zwar Captain of Industry. Und wir können hier keine Kartoffeln lagern, weil alles voll ist hier. Naja, dann komm. Dann machen wir hier Trick 17. Trick 17 ist ja der vor Trick 18. So, dann können Sie hier nochmal Kartoffellager bauen. So, Captains Büro, alles klar. Bevölkerungsverordnung, was machen wir? Wachstumsphase deaktiviert den natürlichen Bevölkerungswachstum? Nein. Gesundheitsbonus? Was kriegen wir eigentlich für Gesundheitsbonus? Was passiert denn da, wenn wir Gesundheitsbonus haben? Gesundheitsbonus, dann... Ja, keine Ahnung, was das heißt. Ach, hier wegen Luftverschmutzung. Ah, die haben keinen Bock auf Wasserverschmutzung hier, die Jungs. Eieiei. Ja, was soll ich denn machen? Ist das hier schon alles verschmutzt, das Wasser? Nein, ist doch weit weg. Was macht ihr denn? Aber ich weiß noch nichts mit dem Abwasser zu machen. Deswegen tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Oh, hier diese Abraumhalde. Wir müssen unbedingt was mit dem Abfall machen. Lebensmittelverbrauch um 25% erhöht. Oh. Bevölkerungswachstum erhöht. Naja, wollen wir ja eigentlich nicht. Aber was heißt das denn, extra Ration? Naja, ach, dann kriegen wir plus 1. Dann machen wir das. Können wir das so wieder ausschalten? Ja, können wir. Alles klar. Dann machen wir das erstmal an. Kriegen wir mehr Einheit, aber um 25% erhöhtes Dings. Das ist kein Problem, weil wir verbessern die jetzt. Und werden dann jetzt hier nochmal neue Wassersammler aufstellen. Und zwar werden wir die diesmal so rum aufstellen. Ne, das nicht. Das stimmt nicht. Nein, wir werden die jetzt mal mit ein bisschen Abstand aufstellen. Nicht wie vorhin, so sich zusammen. So, jetzt Rohre. Nein. Nein, da dran. Ja, genau so. Oh, wie schief ich die wieder gebaut habe, ey. So. Damit haben wir das Regenwasser da drin, genau. Und jetzt müssen wir mit dem Rohr dahin. Und das geht nicht, genau, das habe ich mir gedacht. Okay. Ne, wir müssen nicht dahin. Wo müssen wir hin mit dem Regenwasser? Doch, da müssen wir hin. Ja, da komme ich nicht hin. Können wir mal hier den Baum wegmachen, bitte? Können wir den priorisieren? Ne, können wir nicht. Verdammt, Axt. So, wo ist denn der Wasseranschluss? Ach, der ist hier hinten. Oh. Ja, da kommen wir nicht hin. Das wird nichts. Ja, da kommen wir nicht hin, alles klar.
So, wir haben aber noch weiter die Fruchtfolge, genau, alles klar, das ist gespeichert. So, jetzt müssen wir mal, wie war das, Einstellung kopieren, konnte man irgendwie kopieren, kopiere Einstellung V. So, Hammer. Jo, oh geil, es funktioniert, ich bin begeistert, ey, ist das geil. So, wir haben ein bisschen Wasser, haben wir gespeichert, kann das sein? Ne, oh, gar nicht, scheiße, hat ja nicht geregnet, wa? Ach, die sind noch im Bau hier, die Hoshis. Warum das denn? Wo liegt's denn? Sind alle busy oder was? Kein Holz. Ach, komm, hör doch auf. Egal. Es regnet auf jeden Fall. Das heißt, wir kriegen erstmal Wasser hier rein. Ja. Kriegen wir Wasser rein? Es hat doch gerade geregnet. Ach, das Wasser ist alles schon wieder hier drin gelandet. Ist es. was habe ich denn hier gebaut? Ach. Straßen bilden, ja. Ein bisschen geil. So, was läuft denn jetzt gerade? Holz haben wir gar keins, okay. Wo ist denn der Holzer? Oh, der buddelt hier aber auch schöne Löcher hier gerade, der Kupfermann. Da ist er, der Holzer. Warum? Warum ist mit ihm los? Oh. Das ist mal eine Ladung, ein Auto, ja. Geringe Lebensmittelversorgung, glaube ich nicht. Aber wir sind gerade, wir sind gerade in der Dingsphase. Wir haben kein Gemüse. Wir sind gerade in der Wartephase. Das kriegen wir schon hin. Hat neue Flüchtlinge? Wieso? Ich habe da ja Minus gedrückt. Was? So, wo ist denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt nochmal? Wie komme ich denn jetzt nochmal zu meinem Schiff? Wo muss ich denn hinklicken hier? Ich habe schon wieder vergessen. Hier. So, jetzt. Was haben wir denn jetzt hier? Fracht ausliefern geht nicht, weil du hast keine 240. So. Erkunden können wir nicht, weil kein Treibstoff mehr. Ach komm, hör doch auf, ey. Naja, gut, okay. Dann müssen wir den jetzt mit 240 Steiplern beladen. So. Genau. Eine Siedlung wollen wir jetzt noch keine machen, also. So, Captain's Büro. Was hatten wir hier noch? Die Ration nehmen wir raus. Kraftstoff. Kraftstoffverbrauch, Fahrzeug um 15% reduziert. Wartung, Träger der Farm um 10% erhöht, aber Wasserbedarf um 10% erhöht. Mhm. Na, Wassersparen brauchen wir eigentlich gerade nicht. Treibstoffverbrauch brauchen wir gerade auch nicht. So, naja, Lebensmittelversorgung, das glaube ich ja noch nicht. Wir sind ja hier noch am werkeln. Außerdem kann ich nicht sehen, wir haben tausende Millionen Kartoffeln hier, ey. Ja, aber kein Gemüse, ne? Ja, Gemüse ist alle. Okay, dann tauschen wir das auf Gemüse. Und das hier tauschen wir auch auf Gemüse. Dann haben wir zwei Kartoffelfarmen, zwei Gemüsefarmen. Ja, dann müssen wir die aber auch. Ja, die sind auf Kartoffeln. Ja, klar, die waren ja nicht auf Gemüse gestellt. Ja, naja, siehst du. So ist es.
So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben kein Wasser. Eieiei, kein Wasser. Na ja, klar, wir könnten jetzt hier drüben noch eine Wasserleitung rüberziehen, aber das wollen wir jetzt erstmal noch nicht machen. Hier ist aber jetzt auch Essig mit Wasser. Ja, der Wasserverbrauch steigt natürlich. Können wir uns hier Wasser anzeigen lassen? Ja, können wir, alles klar. So, Energieerzeugung 2, das müssen wir jetzt noch abwarten. Kann man die eigentlich upgraden? Ne, die kann man nicht upgraden, ne? Ne, kann man nicht. So, jetzt haben wir 1,2 Megawatt, jetzt sollten wir keine Probleme mehr haben. So, wie sieht's aus mit Wasser? Wo haben wir denn jetzt hier unsere Wasserpumpen? Was haben wir denn jetzt hier drin im Wasser? Ah, Wasser wird wieder grün, das ist gut. Das heißt, hier müsste sich jetzt mal langsam Wasser einfinden. Ah, unsere Betonmischer, ey, die verfressen alles. Das ist unglaublich. So, Wartung ist bei 100%, das ist okay. So, Schiff ist beladen. Schiff ist beladen, genau. So, jetzt drücken wir hier wieder auf das Zeichen hier unten. Gehen dahin und liefern die Fracht mal aus. Hat der jetzt auch 240 an Bord? Hat er. Alles klar. Super. Hätte ich jetzt eh nichts mehr machen können, wäre es jetzt eh gewesen. So, es hat nicht geregnet, aber hier läuft's. Fruchtbarkeit ist natürlich am Arsch, aber 80% sind besser als 0. Ach, guck mal hier, jetzt fängt er da an zu buddeln. Sehr schön. So, der hier. Oh, der kann auch schön buddeln. Das ist alles gut. So. So, wie sieht's aus hier? Ach, man kann sogar Shift drücken zum schneller fliegen. Das ist schön. Ah, hier können wir dann jetzt auch schon mal noch mal ein bisschen was machen. Naja, ich würde vielleicht sogar sagen. Das können wir wohl auch noch mitnehmen. Und dann können wir hier noch. So, würde ich sagen, oder? Dann bloß aufpassen, dass das nicht zusammenkracht, weil dann war es das. Dann gibt es hier nichts mehr. Ah. Was vom Schiff zur beschädigten was gelieferten Fracht? Aha. Dieser Ort wurde bereits auf dem Weg dorthin 195 Kilometer von ihrer Insel weg. Alles klar. Dann los. Nein, nicht nach Hause. Habe ich nicht gesagt. Fahr mal dahin. Genau. Ist das Frachtschiff jetzt bei mir hier angedockt? Nein. Wo ist es denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Schiff ist unterwegs. Okay. Abgeschlossen Verbrennungsanlage. Okay, so jetzt müssen wir gucken, was jetzt hier, wie wir jetzt hier Strom erzeugen können.
Ah, es gibt nichts weiter. Verbrennungsanlage. Oh! Entsorgt festen Abfall, indem er verbrannt wird. Ja, okay. Und macht das Ding dann Strom? Komm, wir probieren das mal. Machen das mal ganz hinten. Ja, ganz hier hinten. Was denn jetzt? Neue Flüchtlinge. Hurra. 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 Tutorial Kriegsbewältigung. Was? Krisenbewältigung. Okay. Lalalala. 50%. Prioritätssystem. Ja. Power Generator. Ja, das ist die Geschichte mit. Wir können hier. Hast du nicht gesehen? Genau. So, meine Jungs hier sind extrem ausgelastet. Das heißt, wir werden mal noch paar Fahrzeuge bauen. Neue Flüchtlinge. Hurra. Hurra. Energieerzeugung 2. Endlich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hurra. Hast du gut gemacht. So, dann mal dahin. Geht nicht, weil ich muss erst nach Hause, ne? Ja, das dachte ich mir. So, Energieerzeugung 2. Jetzt geht's los. Wie können wir den Energie erzeugen? Stromgenerator. Wandelt mechanische Energie in Elektrizität um. Je langsamer sie sich dreht, desto geringer ist ihr Wirkungsgrad. 500 kW. Dampfleistung macht er zu 300 kW Strom. Und das Ding braucht Hochdruckdampf, um mechanische Energie zu erzeugen. Und wer erzeugt den? Okay, wir gucken, wer den erzeugt. Das muss ja irgendwo sein. Heizkessel. Oh, Heizkessel, Wasser und Kohle. Okay. Kohle haben wir hier. Nee, haben wir nicht. Alter. Kommt ja kaum noch Kohle raus. Was ist denn hier los? Okay, wir können hier. Können sicherlich hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. So, okay, Heizkessel, Kohle und Wasser. Das heißt, hier würde ich sagen, warte mal, was muss denn hier rein? Kohle und Wasser, genau. Kohle und Wasser. Das kriegen wir hin. Dann kommt da Dampf raus und da kommt Abgas raus. Ach du Scheiße. Okay. Wir probieren das mal, wie das funktioniert. So. Das können wir das mal noch hier nach oben machen. Ja. Keine Verbindung zu einer Rampe möglich. Ne, können wir das mal anders machen? So, haben wir. Hier muss jetzt ein Auspuff dran, wahrscheinlich. Oder was? Nee, ach nee, das ist der Heißdampf. Alles klar, hier muss ein Auspuff dran. Und zwar so. Nee, warte, 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 warte. So. Schornstein. Ist das hier ein Schornstein? Ja, muss ja. So, jetzt haben wir Heißdampf. So, was erzeugt denn der an Heiß? Heißkessel benötigt eine Förderstrecke, um Dampf hoher Druck auszugeben. Ja, kriegst du ja gleich, kriegst du ja gleich. So, das ist eine Hochdruckturbine. Ach du Scheiße, wie sieht denn die aus? Okay. Wie funktioniert das? Warte mal. Nein, wollte ich gar nicht drücken. Ja, drücken. So, pass auf hier. Hier haben wir. Hier haben wir den Eingang. So, hier haben wir den Eingang von der Turbine. Stellen wir mal so hin. Stellen wir mal so hin. So, warum kann ich den nicht bauen? Was ist denn das? So haben wir gebaut. So, jetzt geht der Druck da rein. Und jetzt
Komm hier. Generatoren ran. Weiß nicht, wie viele ich davon dranhängen kann. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich jetzt hier noch einen dranhängen? Ja, hänge auch. Okay. Ja, die können jetzt noch nichts machen. Das ist ja jetzt hier nur. Mal gucken, was hier passiert hier. 1,26 Megawatt hatten wir. Die erzeugt jetzt Dampf. Okay. Jetzt geht die Leistung runter, weil. Ach, weil die Welle nicht verbunden ist. Okay, jetzt hier ist die Welle ist verbunden. Okay. Und nun? Muss ich das jetzt, den Dampf jetzt noch wasten? Fehlende Materialien. Was fehlt denn hier? Hier fehlt mechanische Energie. Warum fehlt der mechanische Energie? Weil er den Dampf nicht los wird. Ja, genau, das ist das Problem. So, aber was ist denn, wenn ich jetzt das hier zurückbaue? Nein. Und dafür lieber nochmal eine Turbine da hinten dranhänge. Funktioniert die dann immer noch? Wie viel Dampfkessel brauchen wir denn? Der produziert 48 Dampf. Die braucht 24. Also zwei Stück, ja. Müssten zwei gehen. Alter, Alter. Das ist schon ein bisschen geil. Hochdruckturbine mit Förderstrecke, um Dampf alles zu geben. Ja, ja, weiß ich. Heizkessel. Ja, ja. Baumerntemaschine kann das Ziel nicht erreichen. Welches Ziel denn? Willst du mich verarschen? Du kannst da hier rumfahren. Du bist da hier hochgefahren. Ach, wo will denn der hinfahren? Nee, da willst du nicht hinfahren. Du willst jetzt hier. Da willst du jetzt ernten. Ja, super. Jetzt muss ich dem noch sagen, was er machen soll, oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. So, wo waren wir jetzt hier? Wir waren hier bei den Dampfturbinen, genau. Und so, ja, pass auf. Und der produziert jetzt 1 Megawatt mechanische Energie. Und der braucht 500, also sind es 2, genau. Ja. Oh, Alter, was ist denn hier los? Kein Gemüse mehr. Warum nicht? Was ist denn mit unseren Gemüsefarmen los? Boah, die fressen aber auch die Burger, ey. Das geht doch gar nicht. Tja. Ey, musst du echt alles im Auge behalten. Oh, Kupferbahnen gehen runter. Kupfer geht runter. Hier stimmt was nicht. Die produzieren kaum noch Kupfer hier. Einfache Entsalzung, okay. Ah ja, weil er sich jetzt hier durchbuddeln muss. So, wo ist denn hier mein Ernter hier? Komm mal her, wo ist denn der Ernter hier? Komm mal her, Ernter, du. Erntest jetzt mal bitte diesen Baum. Wieso übelst hier? So, und als nächstes bitte diesen Baum. Der sieht so geil aus. Holz nicht liefern, kein gültiges Ziel. Willst du mich jetzt verarschen? Wo
Wo waren jetzt meine Holz? Ich hatte da irgendwo ein Holzhäuschen hier. Nee, Gummi. Wo ist denn mein Holzhäuschen? Hier nicht irgendwo ein Holzhäuschen? Hier habe ich doch ein Holzhäuschen. Ja. So, was ist jetzt hier los? Erzeugen die jetzt Energie oder nicht? Die erzeugt keine Energie, weil Ausgabe ist voll. Was denn für eine Ausgabe? Ach so, na, weil hier noch kein Schornstein dran ist. Ja. Warte, warte, warte. Kriegst du jetzt hier einen Schornstein dran? So, nu? Na, den gibt er doch aus. Den gibt er doch hier rüber an den nächsten. Willst du mich jetzt verarschen? Sag nicht, das geht so nicht. Ach komm. Ja, das sieht nicht. Na, das ist ein Scheiß. Das ist ja Blödsinn. Dann habe ich ja hier. Habe ich ja gewastet. Ich muss ja zwei Turbinen da dran hängen. Ja, pass mal auf, machen wir was anderes. Kann sich ändern. Die auch zusammenkoppeln? Oh ja, kann man auch. Geil. Aber machen wir nicht. Aber da waste ich Sachen mit, ja, wenn ich das so mache. Der produziert 48. Ja, so können wir es machen. Aber vielleicht können wir mit der Niederdruckseite auch noch irgendwas machen. So, was ist denn jetzt hier mit der Verbrennungsanlage? Eigentlich verbrennt die denn? Ja, die verbrennt. Die verbrennt halt nur Stoff. Verbrennt halt Stoff. Ja, das finden die bestimmt auch nicht geil, wenn hier irgendwann eine riesen Müllkippe ist. Nicht genügend Wartung. Da sind wir wieder in diesem Loch, weil hier was nicht hinhaut. Kannst du bitte mal einfach machen, was du sonst machst hier? Bitte ernten hier. Holz ernten, aber sofort. Ja, jetzt kommt er wieder hier vorne. Hier stimmt was mit der Kupferproduktion schon wieder nicht. Fehlende Materialien. Ja, wir haben kein Kupfererz. Das kann doch nicht sein. Was buddelt denn der hier? Ja, da kommt kaum Kupfer raus. Das ist das Problem. Eieieiei.
So, wir brauchen einen Bagger. Ja, ist klar. Der transportiert halt... Der transportiert das halt nicht richtig, ja. So, kommt jetzt mal ein Bagger oder nicht? Schon lange nicht mehr gespeichert. Das werde ich jetzt mal machen. Denn jetzt ist die Folge vorbei. Tschüss.